Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Blue Dragon. Ja, wir haben letztes Mal unsere Familien wieder getroffen und was sie zu sagen haben, das hören wir jetzt. Opa, ich wusste, du würdest den Brief finden. Alle dachten, der Landei hätte euch den Chaos gemacht. Aber ich habe das nicht geglaubt. Schließlich bist du mein Enkel. Du darfst nur nicht den Mut verlieren. Du musst dir nur sagen, ich geb nicht auf. Jetzt wissen wir, warum Shu so ist, wie er ist. Es ist schön, eine Familie zu haben. Wenn meine Eltern noch am Leben wären, hätten sie sich sicher auch Sorgen um mich gemacht. Natürlich. Hey, meinst du, Marus Tanz hat allen gefallen? Und du hast Sorgen? Shu, du Teufelskerl, ich dachte, du wärst tot. Aber du bist zurück und kannst sogar Magie verwenden. Natürlich. Ich bin so froh, dass es dir gut geht, dass es euch allen gut geht. Ist dir überhaupt klar, wie sehr sich alle darüber freuen? Ja, ihr habt ja jetzt nicht so viel Spannendes zu sagen gehabt. Ja, wir gehen mal gucken, was hier so gibt. Lernen für Gegenstände, wie könnte es anders sein? Tag. Ich habe gehört, ihr habt meinen Bruder Poruto in Talta gerettet. Ich bin ja so froh, dass es ihm gut geht. Danke, wenn ihr etwas kaufen möchtet, sagt mir Bescheid. Ja, sicher. Du kannst uns mal was geben. Also ganz ehrlich. Blöd, Mann. Wir haben euch gerettet und wir bekommen nichts geschenkt. Ist ja wirklich unglaublich. Was ist hier? Gar nichts? Doch. Ah. Häuptling. Shu, dir ist nichts passiert. Talta wurde zu sehr zerstört, daher habe ich beschlossen, zur Burg Gibral zu ziehen. Ich dachte, ich würde das Dorf nie verlassen. So viel Aufregung bin ich nicht gewohnt. Was sollen wir mal sagen? Shu, wir können noch nach Talta zurück, oder? Eines Tages gehen wir doch sicher zurück. Mit Sicherheit. Eines Tages. Joa. Mal gucken. Was war hier? Boah, verdammt. Ich kann mir doch nicht merken, in welche Zelte ich gegangen bin. Ah. Du solltest dem alten Fuschierer nicht solche Sorgen bereiten. Ja. Ich wollte das Dorf ehrlich nicht verlassen, aber wir hatten kaum eine Wahl. Jo. Ist nun mal so, ne? Ihr seid ja nicht schlechter dran hier. Doch, seid ihr. Was haben wir hier? Noch ein Zelt. Oh. Gibral ist eine richtig große Stadt. Ist ordentlich was. Nimm ein warmes Bad, entspann dich ein wenig und bald vergisst du deine Sorgen. Jeden Tag unter freiem Himmel schlafen macht Spaß. Nein, macht es nicht. Wenn wir in Gibral sind, springe ich sofort in die Badewanne. Nimmst du mich mit? Ich hab nichts gesagt. So. Was haben wir hier? Ein Speicherpunkt. Toll. Aber wir gehen jetzt noch hier rein ins Lager.
Ach, das? Ja. Du auch, Mutter? Naja. Nachdem du und der Landhai von der Erde verschluckt wurdet. Deine Mutter hat damit angefangen. Sie hat immer, immer, immer weiter gegraben. Sie sagte, du wurdest lebendig begraben und sie würde dich da rausholen. Die anderen wollten uns aufhalten, aber wir haben nicht auf sie gehört. Wir erinnern uns an nichts. Ich hatte eine Schaufel, aber die ist durchgebrochen. Dann habe ich mit meinen Händen weitergemacht und ich kniete dort und habe gegraben. Es tut mir leid. Du bist ja wieder hier. Ich fürchtete. Nur das zählt. Halt dich in Zukunft von Problemen fern. Das kann ich nicht. Es gibt für mich noch was zu erledigen. Wir verstehen dich, mein Sohn. Du schaffst es. Genau, Jiro, du schaffst das. Du schaffst alles, was du willst. So, ich glaube, da gehen wir jetzt nicht nochmal rein. Ah. Wir sollten auch bald schlafen gehen. Ja, wir müssen morgen früh raus. Wir sind so nah bei Gibral. Ich schäme mich, dass immer nur ich Hilfe brauche. Keine Angst, Opa. Wir beschützen euch. Langsam gewöhne ich mich an Magie. Sieh mal. Erst hatte ich Angst. Doch es ist einfach unglaublich. Ja, Fortschritt speichern. Was ist denn daran so unglaublich? Wir haben halt einen Schatten. Was? Übungseinheit durchgehen. Ja. Schützen der Wagen. Die Gesundheitsanzeigen für die beiden Wagen werden oben links angezeigt. Beim Angriff durch ein Monster nimmt die Gesundheit des betroffenen Wagens ab. Besiege die Monster, damit sie die Wagen nicht angreifen können. Das Spiel endet, wenn die Gesundheit eines Wagens auf Null sinkt. Wow. Die Zahl unter der Gesundheitsanzeige zeigt an, wie viele Reparaturungssets übrig sind. Berühre einen Wagen und drücke A, um ihn zu reparieren. Entferne die Hindernisse auf dem Weg des Wagens, damit er weiterfahren kann. Wenn du die Wagen bis nach Gibral schützen kannst, ist deine Mission beendet. Sei wachsam. Boah. Okay. Das wird hardcore jetzt. Okay, wir schaffen das schon. Da sind keine Hindernisse, ne? Nein, sind nicht. Dammit. Du musst die Wagen beschützen, ja, ist mir klar. Aber hier noch ist ja hier kein Vieh. Boah, da. Okay. Oh Mann, das wird hart. Solche Missionen mag ich ja gar nicht. Ich weiß auch nicht, solche Missionen mag ich nicht. Die verkacke ich meist. Aber egal, wir sind ja stark, wie man sieht. Und wir schaffen das. Lamps. Die konnten mal wieder gar nichts. Also von daher brauchen wir uns da gar keine Sorgen zu machen. Ja, beruhigt euch. Beruhigt euch. Ich bin ja da. Ihr müsst einfach nur weitergehen. Ja. Weiter, weiter, weiter. Komm. Das ist ja eine gute Mission eigentlich. Ich muss sagen, passiert nicht viel.
Aber da kann sich ja noch ändern. Wow, 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 im hinteren Wagen. Dammit. Komm her. Alle Feinde angreifen. Das war schon knapper. Boah. Die können auch also hinten und in der Mitte einfach mal so auftauchen. Das muss man mal wissen. Oh Mann. Gott sei Dank lassen die einem noch fairerweise Zeit, sag ich mal, dass die Wagen beschützt werden können. Die hätten auch einfach so gerade angreifen können. So, neuen Rang. Passt. Ja, wir müssen schnell weiter. Los. Ich will die Kiste da haben. Boah. Damn it. Komm her. Schande. Mist, Mann. Ich will den anderen da auch noch angreifen. Und der war nicht in unserem Radius. Ja, ihr mich auch, ihr Rattenviecher. Komm, weg. Einer ist schon weg. Alles klar. Tschüsschen. Jiro. Und Blue Dragon. Passt schon. Yay. Das war's. So, aber ich will den anderen noch beschützen. Komm her. Oh mein Gott, ey. Stahlfressender Tiger. Ach, du bist ein widerliches Viech. So, die werde ich aber wieder mit Magie angreifen, weil ich glaube, die sind stärker. Biss. Ja. Die sind verdammt stark. Ach du heilige Schande, ey. Komm auf Manomaro. Bitte heilen. Und jetzt hier magisches Schwert des Feuers 2. Das klappt schon. Bams. Besiegt. Und Manomaro. Das passt schon so. Heil ihn doch. Nein. Mei, oh mei, was sind die stark. Krasse Nummer. Hä, was sind die denn so stark hier? Auf jeden Fall könnten wir hier gut trainieren. Aber natürlich nicht bei so einem Event. Haben wir alle? Ja, jetzt kann ich endlich an die Kiste ran. So, noch ist keiner angegriffen worden. Dornzweig. Das passt doch schon mal gut. Ich wette, hier kommt irgendwo was raus. Nein? Na gut. Komm weiter. Ihr Wagen. Ich weiß nicht, wo hier irgendwo was kommt. Aber ich bin auf der Hut. Na? Bus? Geht doch weiter. Hallo? Ach so, Hindernisse. Ja, ja, ja. Hindernisse können ja auch angegriffen werden. Der nicht? Doch. Geh doch weg. Ja, Bams. Sehr gut. Und du auch. Zack. Passt. Die nächsten Hindernisse. Weg mit euch. Und weg. Und der nächste. Weg. Oh. Ist klar. Verdammt, die eine fette Ratte können wir treffen, die andere aber nicht. Hm, was machen wir da? So, Jiro, kritischer Treffer, das war's. Nein, das war's nicht. Doch, das war's. Oh, die fetten Ratten sieht man kein Problem, weil die sind fett und rattig. Fett und rattig. So muss es sein. Ja, komm, 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 komm. Oh Mann, das war knapp. Aber die nächste fette Packratte ist mal eben weg. Passt auf. Rums, bums, aus die Maus. Was? Ey, ich könnte jetzt eigentlich uns mal schützen. Ich meinte, hier Manomaro heilen. Mach ich auch mal eben. Ey, ich will Manomaro heilen. So, Zauber. Manomaro. So. Ja, ist doch klar. Dass du ihn jetzt fertig machst, wo ich ja eigentlich Manomaro heilen wollte.
Das war so klar. Na gut. Bitte. Ich hab dich gern gerettet. Ja, komm. Kommt weiter, Leute. Noch ist alles immer noch auf 100%. Passt. Keine Reparatursets vonnöten. Ist hier irgendwo ein Hindernis? Ja, da. Hey, im Hintereingang ist irgendwas. Dammit, ich glaube, diesmal kriegen wir einen aufs Maul. Weil im Hintergrund war auch noch eine so eine Ratte. Weiße Magie, erstmal auf Manomaru drauf, damit er geheilt wird, der Gute. So. Jetzt bitte nicht auf Manomaru, ey. Ach komm, ist doch witzlos. Ja, du mich halt auch. Gegenstand, heilen. Kralle des Phönix, haben wir nur eine? Ich glaube, ich spinne. Davon müsste ich mal mehr kaufen, fällt mir mal ein. Fällt mir auch früh ein, aber was soll's. Oh, Schwert des Feuers 2. Mach dem ein Ende. Gut. Oh, du machst bitte Gegenstand heilen. Machen wir mal auf Giro. Passt. Passt, wir recken uns hoch. Das ist schon mal sehr gut. Allerdings keine Lage auf Dauer, sag ich mal. So, magisches Schwert des Feuers 2 und dann war's das Tigerlein. Dann haben wir dich. Oh yeah, du machst keinen Stich. So, was haben wir hier? Was haben wir hier Schönes? Sehr schön, klug. Oh, da war noch einer, da war noch einer. Eine fette Ratte. Oh mein Gott, das war ganz schön knapp jetzt. Die fette Ratte, die war gemein. Eine gemeine fette Ratte. Rattegal. So, geh auf die drauf. Weil die können mal gar nichts. Nur die Tiger sind noch ein bisschen schwer für uns. Ein Konter und besiegt. Jawohl, so muss es sein. Ja, so muss es sein. Okay, super gemacht. Klug. Ey, da ist einer angegriffen worden. Dreck. Komm her. Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben sie uns einmal schon erwischt. Egal, fette Ratten-Action. Bams, weg mit dir. Und der nächste folgt zugleich. Der nächste Streich. Bams. Fette Ratte ist down. Joa. Schön. Hau ab. Widerliches Vieh. Ist hier noch ein... Ja, wir müssen schnell weiter, ist schon klar. Ich muss die Wagen beschützen. Ja, ist mir schon klar. Weiter. Aber ihr müsst ja auch hier durchkommen, ihr Nasen. Und es ist eine Frage, wo die gleich abbiegen werden. Geradeaus oder nach links? Wenn so eine fette Ratte wiederkommt, ne? Dann jag ich die in die Luft. Da. Ah, witzig. Was soll ich hier noch eigentlich alles tun für euch? Ah, ja, sicher. Hardcore oder was? Also echt. Boah, ey. Wenn's kommt, dann kommt's dicke, ne? Oder? Also ganz ehrlich, wenn's kommt, dann kommt's dicke hier. Oh, magisches Schwert des Feuers 2. Yeah, gib ihm Zucker, Baby. Besiegt. Alles klar, und den machen wir jetzt so, den fertig, den Kuscheltiger. Schwarze Magie und Feuer drauf. Flame, burn, to be wild. Ja, das war's mit dir, ne? War ja nicht so schwer. So, ist nur jetzt doof der andere. Wo ist der? Da vorne. Du dämliches Vieh.
Dreck, hier sind auch noch zwei dran, der einmal den vorderen und einmal den hinteren angreift. Ich kann mich doch nicht vierteilen. Egal. Einer weg. Und der zweite zugleich. Ich meine, es gibt schöne Erfahrungspunkte des Event hier, aber... was soll ich denn da machen? Dass diese fetten Ratten da andauernd kommen. Ja, kommen direkt hier. Machen wir gar kein langes Gedöns. Gehen wir sofort auf die drauf. Und gut ist, kriegen wir zwar ein bisschen Schaden ab, aber Hauptsache unsere Wagen nicht. So, fetten Ratten sind mal eben weg. Tschüss, verschwindet. Yay, so wird's gemacht, Blue Dragon. So wird's gemacht, mein Freund. Und Chu hat eine neue Stufe erreicht. Waren das jetzt alle? Ja, ich glaube schon. Puh, die TP unserer Leute sind nicht gerade toll. Wir werden mal einmal eine Reparatur durchführen. Und wir hoffen einfach mal, dass das reicht. Ja. Zwei fette Ratten. Mann, was haben die denn jetzt schon wieder? Was wollen die eigentlich von uns, Mann? Die können doch eh nichts. Die sind schwach. Und sind ein Nichts. So, geh weg da. Verzisch dich, du fette Ratte. Physische Abwehrkraft. Und Bams. Komm, geh und verschwinde. Zack. So wird's gemacht, Leute. Ja, hüpf du, Mama Nomaro. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Wo ist denn noch was? Da ist noch... Ich habe schon gerade gedacht, hier wäre noch was. Weil die alle so ein Tullus gemacht haben. So. Wir passen genau auf. Fortschritt speichern. Ja, gerne. Wenn wir den Fortschritt hier speichern können, immer. Na gut. Das heißt, wir werden dann genau hier im nächsten Part weitermachen, weil ich nicht weiß, ob jetzt nicht ein Event kommt. Seht ihr? Ich wusste es ja. Ob hier nicht gleich ein Event kommt. Na gut, wir lassen das hier so stehen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao.